بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أسمى ليبي قشفستة مسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ich habe euch die letzten Tage darum gebeten, für einen Jungen, für einen Freund von mir, den Sohn Dua zu machen, weil der hatte Krebsverdacht. Es war so gewesen, die Mutter hat gesehen, dass er blaue Flecken am Körper hatte und hat sich informiert und die kennt sich auch mit Medizin ganz gut aus. Und da hat sie dann festgestellt, dass das Verdacht auf Leukämie sein kann. Und daraufhin hat sie dann sich informiert und die sind zum Arzt gefahren, die haben Tests und so weiter gemacht. Auf jeden Fall, Alhamdulillah, erstmal vielen Dank für eure Dua, für den Jungen. Wie gesagt, der erste Test war negativ, also negativ bezüglich Krebs, ja, Blutkrebs, Leukämie. Und der zweite Test jetzt von dem großen Blutbild. Die haben wohl irgendwie erst das kleine Blutbild, dann das große Blutbild gemacht. Und der war auch negativ, Alhamdulillah. Die haben eine andere schwere Krankheit festgestellt. Die haben mir eben den Namen, weiß ich nicht, irgendwas mit Woller, von Woller Syndrom. Ja, eine andere Krankheit, aber die ist lange nicht so gefährlich wie Krebs. Alhamdulillah. Ja, auf jeden Fall, Alhamdulillah, haben wir sozusagen Glück gehabt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Dua ist erhört worden. Und ich muss echt sagen, vielen Dank. Mir haben Brüder sogar Dua geschickt. Die haben Dua vor der Kaaba gemacht in Mekka. Und haben mir das geschickt, um das zu zeigen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und Alhamdulillah, möge Allah euch dafür belohnen, für die Dua, die ihr gemacht habt. Und ja, das, was er jetzt hat, das ist wohl diese Bluterkrankheit, dadurch diese blauen Flecken. Aber das ist natürlich lange nicht so schlimm wie Leukämie. Ich meine, Leukämie, das ist, das wisst ihr alle, ganz, ganz gefährliche Krebsart, wo die Wahrscheinlichkeit zu sterben auch sehr, sehr hoch ist. Und Alhamdulillah hat er keinen Krebs. Nochmal vielen Dank an euch alle. Und ich wollte nochmal hier an dieser Stelle etwas sagen. Es kommen extrem viele Fragen bei uns rein. Und ich wollte nur sagen, Leute, ich versuche das so gut es geht zu beantworten. Aber sehr viel Arbeit und ich komme auch nicht dazu, je immer. Und momentan ist es sehr, sehr viel. Und deswegen habt immer ein bisschen Geduld, aber erinnert mich ruhig daran, ja. Sagt, lieber Bruder, oder Abu Hamza, ich wollte dich nochmal an die Frage erinnern. Wäre super, wenn du das noch beantworten könntest. Ja, auf diese Art. Ja, weil wir erleben manchmal irgendwie Unverschämtheiten hier. Ist echt Wahnsinn, ja. Und ich wollte auch an dieser Stelle noch etwas anderes sagen. Ich habe ein Privatleben und ich trenne das sehr, sehr stark von dem Dauerleben. Man kann mich über die Facebook-Seite kontaktieren, über Instagram-Seite. Hier nochmal Pierre Vogel Dawa, also PIERREDAWA zusammengeschrieben. Kann man uns kontaktieren, wenn man religiöse Fragen hat. Nicht, wenn man eine Ehefrau sucht, da kann ich nicht helfen. Nicht, wenn man irgendjemand aus dem Ausland hier hinbringen will. Da habe ich keine Ahnung von. Ja, weil da kommen dann Leute, die fragen mich, wie ich eine Frau aus Albanien nach Deutschland bringen kann. Leute, was habe ich damit zu tun? Wie soll ich damit helfen? Oder wie ich jemand eine Aufenthaltsgenehmigung besorgen kann? Leute, schaltet mal das Gehirn ein. Also ich rede jetzt nicht für jeden, ich rede jetzt für die Leute, die sowas denken. Ich, Pierre Vogel, soll jemand aus dem Ausland eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland besorgen? Leute, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Ich bin doch nicht der Präsident, ich bin doch nicht Angela Merkel, ich bin doch nicht der Bundeskanzler. Ja, also wenn man religiöse Fragen hat oder Ratschläge haben will, gerne. Und wie gesagt, ich bin auch keine Heiratsvermittlung und da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Bei mir stehen nicht irgendwie Frauen vor der Tür in Schlange und wollen gerne heiraten und fragen, oh bitte, lieber Abu Hamza, besorg mir einen Mann.
Ich warte schon die ganzen Jahre auf einen Mann aus den arabischen Ländern, der kein Deutsch kann, den ich heirate. Leute, alles okay? Alles normal? Ja, und wenn du dann sagst, ja, ich kann da leider nicht helfen, dann sind die auch noch beleidigt. Ja? Da schreibt mich original jemand an, ja, sagt zu mir, ja, da ist eine Frau, die lebt auf der Straße und so weiter. Habe ich zu ihm gesagt, ja, muss zum Sozialamt gehen. Ja, nee, die lebt nicht hier in Deutschland, die lebt im Ausland. Ja, wo? Ja, in Albanien oder irgendwo, ja. Ja, also, und jetzt? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich jetzt für eine Frau machen, die in Albanien auf der Straße ist? Wie soll ich die hier hinbringen, wenn du die nicht hier hinbringen kannst? Also, oder Ehefrau, ja, besorg mir eine Ehefrau, eine deutsche Ehefrau. Und wenn du das nicht machst, dann werde ich dein, dann werde ich vor Allah sagen, dass du mir nicht geholfen hast. Alles okay? Ey, geht's noch oder was? Ich bin verantwortlich dafür, vor allen Dingen, wenn ich dann höre, deutsche Frau. Das Hauptheiratskriterium ist Frau, Muslimin und Deutsch. Das ist das Hauptauswahlkriterium. Ach so, deutsche Frau? Ah, okay, alles klar, deutsche Frau. Ich habe da eine, die ist 85 Jahre alt, die will heiraten. Ne? Ach so, Alter spielt ja keine Rolle. Hauptsache Deutsch. Ne? Hauptsache Deutsch und Muslimin. Ne? Ach so, ich habe da eine andere, die ist, was weiß ich, hat irgendwelche Krankheiten oder was. Leute, wer wirklich nach einer Frau sucht, mit einer reinen Absicht und mit Verstand, oder dessen Hauptauswahlkriterium kann doch nicht sein, dass die Frau deutsch ist. Ich habe nichts dagegen, dass jemand eine deutsche Frau heiratet. Ich meine Frau ist Araberin, die hat einen deutschen Mann geheiratet. Ja? Aber das als Auswahlkriterium zu machen, als Hauptauswahlkriterium, also unfassbar. Möge Allah uns alle recht leiten. Na, liebe Leute. So. Macht's gut, liebe Geschwister. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schlaf gut und mach Dua für mich, dass sie mir nicht will, dass sie mich ja nicht mehr nerven. Bittieren. Ja, ich will deutsche Frau heiraten. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es nervt mich echt total. Das ist die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ob ich denen eine deutsche Frau besorgen kann. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marokko.